Ja, super. Vielen Dank für die einführenden Worte. Ich freue mich sehr, dass ich dabei bin. Für mich ist es auch ein Experiment. Ich habe vorhin schon mein Setup getwittert. Sehr aufregend auch für mich. Und freue mich aber, dass ich eingeladen wurde und euch unsere Lernreise bei ZF heute ein bisschen erzählen darf. Ja, vielleicht nochmal ganz kurz. Also vielen Dank. Eigentlich muss ich gar nicht mehr sagen. Mein Name ist Julia Weber. Ich bin 30 Jahre alt. Bin momentan seit April erst bei uns im Digital Transformation Team unter unserem Chief Digital Officer tätig für das Thema Digital Change Orchestration und kümmere mich da um alle Themen, die Culture and Workplace betreffen, also die Transformation vor allem nach innen und mache da sehr, sehr viele Dinge, die ich vorher auch in meinen anderen Tätigkeiten im HR-Bereich schon gelernt habe. Die kann ich jetzt quasi wieder oder immer noch anwenden, nur bin ich jetzt einfach nicht mehr in HR. Ich bin in Friedrichshafen, sitze auch hier in unserem Hauptquartier momentan in so einer ganz, ganz schicken Telefonzelle. Wir haben ein offenes Bürokonzept, weil wir auch hier schon versuchen, quasi die Vernetzung zu fördern der Mitarbeiter, die hier in unserem Hauptquartier arbeiten. Genau, ganz kurz, ich will gar nicht wahnsinnig viel zu ZF sagen. ZF ist ein Automobilzulieferer, gehört zu den weltweit größten. Wir haben 146.000 Mitarbeiter. Inzwischen haben uns vor 3 Jahren quasi verdoppelt. Davor waren es die Hälfte von 146.000. Und haben uns Know-how dazugekauft mit einem amerikanischen Unternehmen, sind also neben der digitalen Transformation auch in einem Kultur, in der Kulturtransformationsprozess innerhalb der Firma. Genau, damit will ich eigentlich schon tatsächlich direkt auf unsere Lernreise euch mitnehmen. Was ist der Ausgangspunkt bei ZF? Wie alle großen Industrien hat natürlich auch die Automobilindustrie einen Riesenberg Arbeit vor sich, was auch, also die ganze Disruption, die mit der Digitalisierung vorankommt. Trifft uns natürlich genauso wie alle anderen auch. Es geht darum, wie elektrifizieren wir unsere Autos, wie können wir die Autos miteinander verbinden, was gibt es für neue Mobilitätskonzepte an der Stelle. Autonomes Fahren ist ein Riesenthema. Und natürlich müssen wir uns als Unternehmen da entsprechend auch aufstellen und da auch Antworten und Lösungen für haben. Das geht in andere Technologien rein, das geht in andere Art der Zusammenarbeit, der Kooperation auch mit Wettbewerbern natürlich hinzu sind wir nach wie vor, wir nennen das so nett Heavy Metal Produzenten, das heißt, dass wir wirklich Stahl verwenden, um unsere Getriebe herzustellen. Ja, also was muss sich da auch verändern an unserem Produktportfolio? Seit fast 2 Jahren haben wir ein Digital Transformation Office bei ZF, die sich hauptsächlich darum kümmern, dass wir quasi fit sind für die digitale Transformation. Wir haben eine Strategie, eine Digitalisierungsstrategie für ZF, die sich dann natürlich darum kümmert, zum einen, dass wir unsere Produkte, unsere Prozesse und so weiter digitalisieren und auch da entsprechend anpassen, natürlich auch neue Produkte entwickeln und haben. Industrie 4.0 ist natürlich da auch ein ganz, ganz großes Thema, aber eben auch Culture and Workplace. Und das ist ein Punkt, der mir ganz besonders wichtig ist. Ich arbeite auch in dem Bereich, der sich hauptsächlich um Culture and Workplace kümmert. Aber wir müssen vor allem unsere Mitarbeiter und Führungskräfte natürlich mitnehmen an der Stelle auf dieser Reise, damit sie befähigt sind, auch in dieser neuen Welt auch arbeiten zu können, ihren auch einen Job zu haben und auch fähig zu sein, die entsprechenden Kompetenzen und Fähigkeiten natürlich zu haben, die wir heute brauchen, mehr als je zuvor, dass wir da einfach auch Antworten und Lösungen haben. Ich mache das mal so. Gibt es eine Frage im Chat, im Skype-Chat oder warum blinkt das so? Eine Sekunde? Nein, okay, gut. Für uns ist die digitale Transformation wie für viele andere natürlich auch. Ich glaube, da sind ganz viele auch von euch heute
auch der Meinung, dass die digitale Transformation vor allem ein Kulturprozess ist, ein Kulturveränderungsprozess ist. Wir müssen heute anders auch unsere Mitarbeiter und Führungskräfte wieder quasi aus der Ecke holen, wo wir sie vor Jahren hingestellt haben, nämlich dass sie in ihrem Bereich wieder Kontrolle übernehmen können, auch befähigt sind, entsprechend die Kontrolle in ihren Bereichen zu übernehmen, da auch motiviert sind, andere Arten von Beziehungen, von Netzwerken innerhalb und außerhalb, aber vor allem innerhalb der Organisation einzugehen. Wie kann ich das machen? Ich kann nur echt zusammenarbeiten, echte Kollaboration, echte Kooperation betreiben, wenn ich nicht das Gefühl habe, ich bin nicht ein Teil von was ganz Großem und ich habe kein Vertrauen und keine Beziehung zueinander. Das ist uns ganz wichtig, versuchen da auch einen starken Fokus drauf zu legen, um nämlich ZF zu einem sehr vernetzten Unternehmen zu machen. Wie machen wir das? Indem wir, und da komme ich auch gleich nochmal drauf, mit verschiedenen Sachen experimentieren auch, um den Menschen, den Mitarbeitern und ja, den Mitarbeitern und Führungskräften diese Kontrolle zurückzugeben, dass sie auch sinngetrieben arbeiten, dass sie auch in ihren Bereichen eben fähig sind, dieses auch ihre Arbeit auch zu tun, und zwar so, wie sie das auch für richtig halten, dass sie sich verbunden fühlen, dass sie im Netzwerk arbeiten wollen, um ihre und ihre Arbeit sichtbar zu machen, um eben diese Vernetzung herstellen zu können. Genau. Das ist so der Ausgangspunkt, den wir, der mit vor 2 Jahren quasi angefangen hat. Und einer der ersten Schritte, beginnend letztes Jahr, also 2017, haben wir angefangen, eine Digital Academy zu etablieren. Das war der starke Wunsch von verschiedenen Seiten, quasi, dass wir bei ZF eine Funktion schaffen, die sich mit um die Digitalisierung kümmert und mit um die digitale Transformation kümmert. Und gesehen quasi, der Begriff Academy zeigt es, natürlich im Sinne von Befähigung der Mitarbeiter und Führungskräfte, Kompetenzaufbau, Trainingsangebote zu schaffen, Enabling-Angebote zu schaffen, um eben diesen Weg gehen zu können. Die Digital Academy ist vor allem für die Menschen gemacht. Es geht nicht darum, oder es geht wenig darum, dass wir einfach nur Angebote schaffen, damit wir die Angebote geschaffen haben, sondern wir wollen wirklich die Herausforderung annehmen, alle Mitarbeiter und Führungskräfte bei ZF, also sprich 146.000 Mitarbeiter am Ende des Tages, befähigen zu können, mitnehmen zu können auf diese Reise und im Idealfall keinen zurücklassen zu müssen. Was ist die Digital Academy? Die Digital Academy ist ein Joint Venture, und ich betone das ganz besonders, weil das ein Novum an der Stelle darstellt bei ZF. Und zwar, also wir haben ein Academy-Modell generell in unserer Personalentwicklung. Das ist ressortgetrieben quasi. Die Digital Academy fokussiert sich nochmal stärker auf das Gesamtunternehmen und wird quasi von zwei Seiten betrieben, nämlich einmal von der HR-Abteilung, von der internationalen Personalentwicklung an der Stelle und eben dem Digital Transformation Office heraus, einfach um da quasi schon einen Punkt zu machen, einen Punkt festzulegen, nämlich die digitale Transformation und diese Lernreise, auf der wir uns befinden, kann nicht nur aus einer Abteilung heraus getrieben werden. Wir brauchen uns gegenseitig, wir brauchen die HR-Abteilung an der Stelle, um natürlich die ganzen Trainingssachen diese ganze Umgebung, die wir dazu brauchen, ja, zur Verfügung gestellt zu haben, natürlich auch Trainingskonzepte, andere Arten von Konzepten zu haben. Auf der anderen Seite das Digital Transformation Office mit seiner Digitalstrategie und dem starken Kontakt auch zum Business, um da einfach alle Mitarbeiter erstmal zu sensibilisieren, ein gemeinsames Verständnis dazu zu schaffen, was ist eigentlich die digitale Transformation, die Digitalisierung, und sie dann zu befähigen, innerhalb der digitalen Transformation agieren zu können, entsprechende Kompetenzen aufbauen zu können, um da eben auch ja, bereit zu sein.
Die Digital Academy ist ein Stück weit anders als andere Academies, weil wir uns nicht fokussieren auf reine Präsenzmaßnahmen beispielsweise oder reine virtuelle Trainingsformate, Web-based Trainings, Webinare und so weiter, sondern wir versuchen, ein ganz, ganz breites Portfolio aufzubauen. Sind da am Anfang, wir haben letztes Jahr angefangen, vor allem mit Open Space Veranstaltungen. Also quasi die Digital Academy gibt den Mitarbeitern und Führungskräften eine Plattform, in der sie sich austauschen können, Ängste artikulieren können und auch versuchen können, gemeinsam quasi an Lösungen zu arbeiten. Das ist ein starker Co-Creation-Ansatz, den wir hier fahren, eben weil wir aus verschiedenen Bereichen schon mal generell die Digital Academy bespielen wollen, versuchen das auch aufzubauen. Jetzt sind wir eine Matrix-Organisation, ein gewachsenes Unternehmen, 103 Jahre alt. Ist natürlich nicht so einfach, da an der Stelle auch wirklich Co-Creation voranzutreiben, aber wir versuchen das, diesen Ansatz zu fahren, vor allem mit der Digital Academy, um eben alle an Bord zu holen und alle, die Befähigung bei ZF machen wollen oder können oder das auch schon tun für Mitarbeiter und Führungskräfte, dass wir die quasi zusammenfassen und gemeinsam zusammenbringen. Genau. Das dazu. Die Digital Academy ist ein Baustein quasi, die uns hilft, ZF zu einem vernetzteren Unternehmen zu machen, auch zu einer Lernorganisation zu machen. Der zweite Baustein, den wir angefangen haben, auch vor 2 Jahren quasi, ist der Rollout eines sozialen Intranets. Das heißt, die Digital Academy ist der Social Faktor, sage ich mal, also wirklich sich fokussierend auf Mitarbeiter und Führungskräfte, auf deren Bedürfnisse, deren Need an der Stelle. Das soziale Intranet, das wir ausrollen, derzeit ist der technische Schritt da dazu. Vielleicht nur ganz kurz ein Einblick, wie bei uns bislang Informationen zur Verfügung gestellt wurden. Es ist gar nicht so wichtig, dass man das hier lesen kann, sondern es soll zeigen, mit welcher Vielfalt an Systemen und Webseiten, Intranet-Seiten und so weiter bei uns gearbeitet wurde oder auch noch wird. Wir sind gerade erst im Rollout des sozialen Intranets. Wir haben sehr, sehr viele statische Seiten, Informationen wurden da reingestellt und dann quasi, wie das in so Intranets leider häufig der Fall ist, verstauben die Informationen da, sind vielleicht nicht up to date oder ständig sind irgendwelche Webseiten under construction und man kommt nicht dahin, wo man hin will. Die Suche funktioniert nicht so super. Wir haben für jeden Standort quasi eine eigene Intranet-Seite gehabt, obwohl wir eine globale Intranet-Seite hatten oder haben noch, aber Standorte bauen sich gerne auch andere Dinge, was verständlich ist. Also wir hatten ein sehr, sehr diverses Feld an der Stelle, was Informationsbeschaffung und Möglichkeiten der Informationsbeschaffung war. Deswegen hat man vor 2 Jahren entschieden, okay, wir müssen das anders aufbauen, wir müssen da auch einen Schritt ins 21. Jahrhundert machen und wollen einen virtuellen Kollaborationsraum schaffen für ZF, global, weltweit, einer für alle und auch da nochmal drauf fokussierend. Es geht nicht nur um Informationen, also nicht nur um ein Intranet, sondern die Idee war hier, ein soziales Intranet draus zu machen. Das heißt, die Kombination von einem Intranet, wo ich ein Informationsbedürfnis befriedige der Mitarbeiter und einem wirklichen Workspace, wo die Mitarbeiter und Führungskräfte die Abteilungen cross-divisional, cross-funktional in sich in Communities engagieren können, Themen bearbeiten können, kleine Projekte in Communities bearbeiten können. Um das quasi zusammenzubringen. Das heißt, es ist nicht ein Intranet und ein soziales Enterprise Social Network, sondern die Systeme sind verbunden. Dieses System heißt bei uns Zoom. Und wie gesagt, es soll Kollaboration ermöglichen, Kommunikation fördern und die Informationssuche sehr, sehr stark erleichtern. Das ist eine zentrale Plattform, das habe ich schon gesagt. Und es soll wirklich stark vereinfacht Zugang geben für die Mitarbeiter und Führungskräfte. Das ist auf einer SharePoint-Basis mit einem Social Layer überlegt, dass das quasi sich so schick und so einfach wie möglich anfühlt, das zu bedienen.
Die Digital Academy ist in dem Zoom-Projekt, in diesem sozialen Intranet-Projekt, Teil des Enabling-Konzepts quasi, aber nicht nur. Wir haben stark darauf uns fokussiert, auch da die Diversität, die im Projekt generell stattfindet. Also das soziale Intranet ist ein Gemeinschaftsprojekt aus HR, IT und Kommunikationsabteilung, dass wir alle drei Abteilungen oder Bereiche auch gleichermaßen in das Befähigungskonzept, das Trainingskonzept in diesem sozialen Intranet integrieren. Wir haben natürlich ganz klassische Trainings, die wir anbieten, Webinare, Web-based Trainings, Q&A-Sessions und so weiter. Eine Help-Community auch, wo man quasi User helfen, Usern stark fördert. Aber was wir auch haben, sind vor allem interne Trainer. Wir haben es erst mit einem externen Trainer versucht und sind dann drauf gekommen, dass die Akzeptanz von so einem neuen System und wirklich, das wird bei ZF stellt das hier sehr viel auf den Kopf. Also wir sind anders gewohnt zu arbeiten und anders gewohnt, uns Informationen zu beschaffen. Haben wir umgestellt auf interne Trainer, die aus allen Bereichen kommen, die einfach Lust haben zu trainieren, und soziales Intranet, soziale Medien, vielleicht auch schon eh auch im Privaten benutzen, dass die quasi ein Teil auch dieses Trainerpools sind, die Mitarbeiter und Führungskräfte in der Nutzung und vor allem im Use Case, quasi in den realen Anwendungsfällen unterstützen und die Mitarbeiter dort trainieren. Das ist nur ein Teil des Befähigungskonzepts. Das andere ist, und da haben wir uns stark angelehnt an unsere Kollegen bei den anderen Unternehmen, auch getriggert aus dem Bench-Learning-Projekt, wo ZF auch ein Teilnehmer ist, haben wir angefangen, uns Gedanken zu machen, wie man so ein soziales Intranet dann am besten auch aufbaut, wie pusht man das, wie nutzt man unsere Mitarbeiter quasi auch als Multiplikatoren, als Sprecher, als Befürworter, als Change Agents, wenn man so will, für diesen Rollout. Und wir haben uns dafür entschieden, wie das andere Unternehmen auch schon gemacht haben, sogenannte Guides zu etablieren, also ein Guide-Netzwerk zu etablieren, die bei uns weltweit sind. Momentan, wir haben über 600 Zoom-Guides, die eigentlich nichts anderes tun als für ein soziales Internet, für ein anderes Arbeiten zu sprechen, den Kollegen zu zeigen, wie es einfacher gehen kann, in Communities sich zu organisieren, sich zu engagieren und dass wir einfach auch anders arbeiten müssen, dass es die Zeit erfordert und dass wir ein vernetztes Unternehmen werden müssen. Das heißt, die Zoom-Guides haben mehrere Funktionen, sind aber vor allem dem Vernetzungsgedanken quasi Rechnung tragend an der Stelle. Auch hier ist die Digital Academy ein Teil, ein Sponsor davon. Und wir versuchen natürlich auch mit unseren Angeboten, die wir in der Digital Academy haben, aber auch in anderen Bereichen der Trainings und so weiter, quasi alles zu bündeln, zusammenzufassen und den Guides auch einen attraktiven Grundstock an Wissen mitzugeben, dass sie diese Funktion auch Rechnung tragen können. Sind sehr erfolgreich mit diesem Konzept und haben eine sehr aktive Community an der Stelle und auch ein sehr belebtes soziales Intranet derzeit, obwohl wir noch im Rollout sind. Das heißt, der Rollout wird erst bei ZF abgeschlossen werden, Ende 2018 für die großen Hauptstandorte bei ZF. Genau. Das ist aber natürlich nicht alles. Das heißt, man kann nicht einfach nur ein soziales Intranet oder ein Tool hinstellen und sagen, so, das war's. Ich glaube, das wisst ihr auch, die ihr da heute in Nürnberg sitzt oder im Livestream zuhört. Nur ein Tool hinzustellen funktioniert nicht. Und auch nur Leute zu finden, die vielleicht soziale Medien affin sind und das sowieso schon im Privaten benutzen und die sollen das jetzt auch noch für intern machen, auch das ist schwierig. Auch das funktioniert nicht alleine. Deswegen haben wir uns überlegt, okay, wie können wir die digitale Transformation unterstützen, wie können wir die Schritte, die wir schon gegangen sind, auf dieser Lernreise weiterhin unterstützen, dass es auch ein Erfolg wird oder dass die Wahrscheinlichkeit eines Erfolges erhöht wird.
Natürlich braucht es da entsprechende Befähigungskonzepte. Und ich habe es vorhin, als ich die Digital Academy kurz vorgestellt habe, schon kurz angerissen, kurz erwähnt. Wir versuchen mit der Digital Academy auch Dinge anders zu machen, als wir sie gewohnt sind. Wir versuchen andere Methoden einzusetzen, andere Dinge auszuprobieren, da quasi als Innovation Hub zu fungieren und einfach auch anders an die Dinge heranzugehen. Und ein Punkt, den ich jetzt rausstellen möchte, den wir vor allem als Enabler benutzen, ist Working Out Loud. Der ist bei Working Out Loud als Mindset und als Skillset zur gleichen Zeit ist für uns ein starker Treiber A, der digitalen Transformation. Also dieser Spruch, Working Out Loud ist der Enabler für Digital Transformation, kann ich 100% unterschreiben. Auch wir nutzen die Botschaft, die da dahinter steht, und die Befähigungs-, die Methodik des Working Out Loud Circles, um unsere Mitarbeiter und Führungskräfte da auch zu befähigen. Das heißt, wie benutze ich denn ein soziales Intranet? Ja, ist ja blöd, dass da noch nichts drinsteht. Ja, genau, du musst jetzt aktiv werden. Also Supermarkt-Feeling ist vorbei. Du kannst die Informationen jetzt nicht mehr nur aus dem Regal ziehen, das auch, aber das soziale Intranet funktioniert bei CSF nur so gut, wie du bereit bist, auch dein Wissen zu teilen. Wie du auch bereit bist, über deine Arbeit zu sprechen, dich auch als Person transparenter zu machen. Um da natürlich auch Vernetzungen zu ermöglichen, die vorher nicht so möglich war, durch ein statisches Intranet, quasi nahezu unmöglich, da auch in Austausch zu gehen, eine echte Vernetzung herzustellen. Und da ist Working Out Loud bei uns einer der großen Treiber momentan, die wir auch einsetzen, um eben ZF zu vernetzen, die Netzwerke aufzubauen, die Mitarbeiter zu befähigen, Wissen sichtbar zu machen, sie aber auch zu befähigen, wie finde ich denn Wissen, von dem ich vielleicht heute nicht weiß, dass ich es brauche, oder wie finde ich denn die Personen, von denen ich heute nicht weiß, dass es sie gibt bei ZF, und zwar unabhängig von Job oder von Jobroles, von Arbeitsverträgen oder von Beschreibungen, was ich denn eigentlich zu tun habe in meinen 35 oder 40 Stunden, die ich bei ZF arbeite. Das heißt, wir versuchen stark, Working Out Loud dazu zu verwenden, weniger Silos oder nicht, weniger Silos aufzubauen, sondern eher die Silos natürlich abzubrechen, die gar nicht mehr entstehen zu lassen und wirklich sich als großes Ganzes zu fühlen. Die fünf Elemente von Working Out Loud, ich will da nur ganz kurz drüber gehen, kann man auch noch mal nachlesen. Ich glaube, es sind auch genug heute in Nürnberg vor Ort, die, falls da Fragen sind, die euch da auch noch mal die Fragen beantworten können, was Working Out Loud ist. Grundsätzlich geht es um das Aufbauen von Beziehungen, von Netzwerken auf eine andere Art und Weise, nämlich auf großzügige Art und Weise. Das heißt, ich gebe eher in mein Netzwerk rein, als dass ich rausziehe. Ich bin ein Geber an der Stelle oder versuche ein Geber zu sein. Die Leute, die andocken können, die einen Teil beitragen können zu dem, was ich sichtbar mache, zu meiner Person, zu meiner Arbeit, die kommen zu mir, die teilen auch hier wieder, was sie gemacht haben. Und so kann man quasi echte Co-Creation betreiben. Geht natürlich nur, wenn ich mich und meine Arbeit sichtbar mache. Dafür haben wir bei ZF inzwischen ein soziales Intranet, was uns hilft, diese Arbeit sichtbar zu machen und sich selbst sichtbar zu machen, um eben diese vielen, vielen Möglichkeiten zu entdecken, die da liegen. Ich habe neulich, die Katja hat auf Twitter gepostet, ja, if Bosch knew what Bosch knows, exakt, das ist das Gleiche bei ZDF natürlich, bei 146.000 Mitarbeitern ist es auch, man kann gar nicht wissen, was wir alles wissen. Und wir versuchen eben mit Working Out Loud, mit dem Mindset vor allem und mit der Hilfe von Working Out Loud Circles, die Mitarbeiter eben da auch hinzubringen, dieses Wissen auch zu teilen, zu finden, und sich da quasi auch zu vernetzen. Ja, und als nächsten Punkt quasi, nachdem wir versuchen, eine Umgebung zu schaffen, in der man lernen kann, in der man Sachen auch ausprobieren kann, in der man auch quasi da auch schon verschiedene Bereiche zusammenbringt,
ein soziales Intranet aufbaut, also ein Tool zur Verfügung stellt, wo das einfacher möglich ist, wo man auch wirklich auf 146.000 Mitarbeiter zugreifen kann und die Befähigung quasi durch Working Out Loud, also wirklich sich und seine Stimme zu nutzen, die man hat, auch im Unternehmen sichtbar zu machen, braucht es natürlich auch die Unterstützung von Führungskräften. Ich habe das als vierten Punkt hier aufgeschrieben, Supportive Environment. Bei Garvin ist es ein bisschen, steht bei Supportive Environment ja eigentlich, weil es eher die Digital Academy. Für uns ist die Supportive Environment vor allem das sind die Führungskräfte, das ist die Führungskraftebene, weil alles funktioniert hier unten, die ersten drei Schritte sehr gut, auf Mitarbeiterebene, oder es funktioniert vor allem auf Mitarbeiterebene, Graswurzelinitiative, an der Stelle auch Working Out Loud, da haben wir gestartet. Es braucht aber auch natürlich die Führungskräfte und die Befähigung der Führungskräfte. Deswegen möchte ich noch ganz kurz darauf eingehen, was wir für die Führungskräfte machen, um eben diese unterstützende Umwelt und Rahmenbedingungen zu schaffen, die wir brauchen, um ZF auch zu einem wirklich vernetzten Unternehmen zu machen und am Ende des Tages natürlich auch zu einer lernenden Organisation zu machen. Und zwar nutzen wir da momentan, oder wir pilotieren das gerade, das Konzept Working Out Loud for Leaders. Im Prinzip ist es eine Working Out Loud Circle Light. Wird quasi, also gedanklich kann man es einem Working Out Loud Circle vorschalten, ist vor allem für Führungskräfte gedacht, oder ich habe vor allem lange mit mir gerungen, ob wir ein eigenes Working Out Loud Programm für Führungskräfte bei ZF etablieren sollen. Working Out Loud propagiert ja hierarchiefreies Arbeiten, wir sind alle gleich, es braucht weniger Silos, Netzwerkgedanke und so weiter. Warum jetzt für Manager ein eigenes Programm? Diese drei Typen, die man hier oben sieht, die sind bei ZF quasi vorhanden. Das heißt, entweder ich habe keine Zeit, ich mag mich nicht bloßstellen lassen, also das Gefühl von bloßstellen lassen haben, oder ich verstehe generell nicht, was Working Out Loud ist. Und für die ist quasi Working Out Loud for Leaders gedacht. Das heißt, wir haben hier einen Reverse Mentoring-Ansatz, den wir pilotieren momentan. Sind nur 30-Minuten-Sessions, auch nur 10 Schritte anstelle von 12 mal eine Stunde, wie in einem Working Out Loud Circle. Und es geht wirklich schon stark auch drauf, wie verhalte ich mich denn als Führungskraft in der virtuellen Welt, in der digitalen Transformation? Was heißt denn Sichtbarkeit? Ich muss mich nicht auf eine Bühne stellen, oder ich will mich auf eine Bühne stellen als Führungskraft. Ich will meine Ellenbogen zeigen und ich will überall meinen Stempel drauf machen. Und da setzt dieses Programm an, eben zu sagen, darum geht es halt nicht nur, sondern wie kann man auch die Rolle der Führungskraft in der digitalen Transformation anders definieren, ohne quasi, dass man jede Führungskraft überflüssig macht. Genau. Wir versuchen vor allem Führungskräfte mit dieser Folie zu überzeugen, dass sie Teil dieser Bewegungen werden bei ZF auch. Wir brauchen nicht nur die Graswurzeln, wir brauchen, wie gesagt, unsere Führungskräfte. Und wir haben jetzt ein Angebot mal geschaffen. Das ist Teil der auch Teil der Digital Academy und damit der digitalen Transformation. Und wir versuchen da natürlich sehr stark auch zu pushen die Nutzung von unserem sozialen Intranet, um da einfach nicht nur Mitarbeiter aktiv zu sehen, sondern eben auch die Führungskräfte, weil wir heute, und ich glaube, das ist in vielen Unternehmen so, viele Mitarbeiter auch haben, die sagen, solange der Chef da nicht aktiv wird, warum soll ich? Das heißt, lead by example, being a role model, ist für uns ein starkes Thema. Und wir versuchen eben, diese unterstützende Umgebung mit Working Out Loud for Leaders auch zu etablieren, um auch da mehr noch eine lernende Organisation werden zu können. Genau, und hier oben, ich habe es mal so, es sieht so aus, als ob wir es schon erreicht hätten, aber wo stehen wir denn, was das Thema vernetztes Unternehmen angeht, lernende Organisation? Und als Abschluss quasi hier die Folie, was wir bislang gelernt haben, was ich gerne mit euch teilen möchte. Also was das Thema vernetztes Unternehmen angeht, haben wir wichtige Schritte gemacht, die für uns wirklich, wirklich wichtig waren und auch aus der Rückblick längst überfällig.
waren, ist der Rollout eines sozialen Intranets und die Etablierung eines Mindsets wie Working Out Loud bei ZF, wo wir gerade am Anfang unsere Mitarbeiter eben zu unterstützen, dass ich eben auch so ein soziales Intranet nutzen kann, um dann am Ende des Tages eine vernetzte Organisation erreichen zu können. Genau, was das Thema Learning Organization angeht, ich habe versucht, es auch nach dem Paper von Gavin kurz nochmal darzustellen. Wir haben mit der digitalen Akademie quasi angefangen, konkrete Lernprozesse zu implementieren in Bezug auf Vernetzung, versuchen da Dinge auch einfach anders zu machen, uns auszuprobieren und die Mitarbeiter auch zu befähigen, abseits von klassischen Face-to-Face-Präsenzseminaren beispielsweise. Wir versuchen oder wir entwickeln gerade eine unterstützende Lernumgebung, wo man quasi auch lernt, mit anderen sich auszutauschen, die ich heute noch nicht kenne. Wie geht denn das, wenn ich mit was auch nicht okay bin? Wie kann ich denn meine Meinung äußern, ohne mich auf eine Bühne zu stellen? Und bin da quasi momentan auch, find ich zumindest, auf einem sehr, sehr guten Weg, was das Thema Building Block 1 angeht, also Supportive Learning Environment. Und das Dritte, wir versuchen uns natürlich auch auf unsere Führungskräfte zu fokussieren, denen auch Methoden an die Hand zu geben, wie ich denn Technologien auch nutzen kann, wie ich auch mein Führungsverständnis anders angehen kann in einer vernetzten Organisation, in der digitalen Transformation, indem wir ihnen auch da ein Angebot schaffen, das da heißt Working Out Loud for Leaders. Also wir sind noch lange nicht weder eine vernetzte Organisation im reinsten Sinne und noch eine hundertprozentige lernende Organisation, aber ich glaube, wir haben wichtige Schritte dahin gemacht und sind da quasi jetzt kontinuierlich auf dieser Reise, die auf diesem Lernpfad, den ich euch versucht habe, zumindest in der Kürze ja, zu zeigen, wo ZF da gerade steht. Und es ist noch lange nicht vorbei natürlich. Und sind da ja offen, auch im Austausch. Deswegen freut es mich, dass ich euch mal zeigen konnte, was wir so tun als ZF. Und jetzt würde mich natürlich brennend interessieren, was ihr für Fragen habt. Okay, herzlichen Dank. Ich weiß nicht, ob man den Beifall übertragen kann. Vielleicht lauter klatschen.